Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mir sicher, dass die meisten, die dieses Video hier gerade gucken, auch von euch Schüler oder Schülerinnen sind, die natürlich auch gute Noten in der Schule erreichen wollen. Und ich dachte mir, heute zeige ich euch mal 5 Tools oder 5 Dinge, die du als Schüler in der Schule auf jeden Fall brauchst, die dir einfach dein Leben total erleichtern werden. Also viel Spaß beim Video, ich hoffe, es hilft dir ein bisschen. Der erste Punkt geht leider nur für Apple-User, da das eine iOS-integrierte Funktion ist. Und zwar ist das die neue Fokus-Funktion. Das heißt, du kannst dir verschiedene verschiedene Fokusse einstellen in deinem Handy. Beispielsweise habe ich einen Work-Fokus, den ich mir einstelle, wenn ich zu Hause lerne. Was bedeutet, dass bei mir nur Anrufe und Nachrichten durchkommen von bestimmten Personen, die ich vorher ausgewählt habe. Also ich kann mein Handy zwar noch benutzen, falls ich beispielsweise mir einen Wecker stellen muss, mal meine Time-Tracking-App umstellen muss oder vielleicht wichtige Dinge googeln muss, auch irgendwie Teams meinen Lehrern etwas mitteilen möchte oder so. Das kann ich alles noch machen, nur ich werde einfach nicht durch lästige Benachrichtigungen gestört, weil ich diese vorher ausgestellt habe durch diesen Fokus. Du kannst dir zum Beispiel aber auch einen Schlafens- oder Bedtime-Fokus erstellen, dass du beispielsweise ab 21 Uhr abends keine Nachrichten mehr von einer bestimmten Person bekommst oder so oder nur von bestimmten Personen bekommst. Natürlich bevorzugen wir alle Deep Work über Shallow Work, also eher so diese tiefe, konzentrierte Arbeit ist besser als halt diese abgelenkte, shallow, leichte Arbeit. Und ich habe herausgefunden, dass bei mir das größte Problem eigentlich wirklich meine Ablenkungen an meinem Handy sind. Also ich kann einfach mich nicht darauf konzentrieren, auf eine bestimmte Aufgabe, auf eine bestimmte Arbeit, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Benachrichtigungen bekomme, auch wenn die vielleicht in dem Moment gar nicht relevant sind. Ich kann es einfach trotzdem nicht ausblenden, weil es einfach in meinem Kopf trotzdem noch präsent bleibt. Und da hilft mir einfach diese Fokusfunktion total. Wie stellen wir das Ganze jetzt ein? In unseren Einstellungen gehen wir oben einfach ganz easy Fokus ein. Oder können wir noch verschiedene Modi einstellen. Wir müssen nur hier oben auf das Plus draufdrücken. Dann können wir auswählen, für was dieser Fokus sein soll. Beispielsweise jetzt für Reading, für Lesen. Und dann kannst du einstellen, von welchen Personen du noch Benachrichtigungen erlauben möchtest und so weiter und so fort. Die nächste Sache, die jeder Schüler und jede Schülerin braucht, ist auf jeden Fall einen funktionierenden Kalender. Das ist eigentlich egal, ob du das digital machst oder ob du das analog machst, ob du das in einem Bullet Journal machst, ob du das im Hausaufgabenheft machst. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, du hast irgendwie einen Kalender, ein Hausaufgabenheft, womit du deine ganzen Termine und Hausaufgaben tracken kannst. Ich persönlich benutze da einfach Google Calendar, weil das die einfachste Möglichkeit für mich ist, da das einfach zwischen all meinen Geräten synchronisiert und ich sozusagen immer auf meine Termine Zugriff haben kann, egal was ich gerade benutze. Ich habe das früher in meinem Bullet Journal gemacht, davor habe ich das einfach nur in einem Easy Hausaufgabenheft gemacht. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Ich persönlich bevorzuge meine Google Calendar da sehr, weil ich mir mal direkt schon die Stunden eintrage, wann ich die Aufgaben direkt erledigen möchte. Das heißt, ich schreibe nicht sowas auf wie Donnerstag ist die Deadline für meine Mathehausaufgaben, sondern ich schreibe dann ein Mittwoch 16 bis 17 Uhr Mathehausaufgaben erledigen. Weil so weiß ich schon direkt, dass ich dort dann diesen Termin habe, dieses Commitment mit mir selbst habe, was ich einhalten muss und finde das einfacher, als zu sagen, okay, bis Donnerstag muss das und das fertig sein. Aber das ist halt ganz individuell, wie man das macht. Die nächste Sache ist das Online-Tool OrgPad. Wenn ich erst anfange für eine Klausur oder für einen Test zu lernen, mache ich es gerne so, dass ich mir Mindmaps erstelle, um erstmal herauszufinden, okay, was muss ich eigentlich lernen? Und ich mag es dann einfach sehr, diese ganzen Unterthemen miteinander irgendwie zu sehen, visuell zu sehen, wie sie miteinander verknüpft sind. Und genau das kann man halt mit OrgPad machen. Tatsächlich habe ich am Anfang des Schuljahres überlegt, ob ich meine ganzen Notizen auf meinem Laptop zum Beispiel machen soll. Mir wurde dann aber schnell klar, ich habe dort einfach sehr wenig nur kreative Freiheit, wie ich meine Notizen irgendwie strukturieren kann. Weswegen für mich dann auch schnell klar war, dass ich das Ganze lieber auf meinem iPad machen werde. Weil ich ja natürlich, wenn ich meine handschriftlichen Notizen habe, dort mir zum Beispiel auch Mindmaps erstellen kann oder einfach generell die Sachen dorthin schreiben kann, wo ich es möchte. Und da mag ich diese Software auch einfach sehr, sehr gerne, weil man natürlich sehr viel kreative Freiheit hat und aussuchen kann, wo man was genau hinschreibt und hintut. In meinem Video von letzter Woche habe ich ja verschiedene Study-Methoden bewertet und gesagt, welche ich als beste Methode einstufe und welche ich vielleicht nicht so gut finde. Und da hatten wir auch das Konzept und die Methode Mindmapping. Und ich glaube, die habe ich da in der Mitte gemacht, bei gut, weil ich meinte, dass die nicht als einzige Methode dienen sollte fürs Lernen, aber dass sie für den Anfang eine sehr, sehr gute Methode ist, um sich erstmal ein großes, grobes Bild zu machen von einem Thema zum Beispiel. Was ich aber gerade gut bei OrgPad finde, ist, dass man nämlich nicht nur ein Wort dort hinschreiben kann in diese Bubble, sondern direkt richtige Bilder und Informationen reinpacken kann. Das heißt, man ist einfach sehr flexibel und kann auch richtige, große Stichpunkte und Sätze, Texte in diese kleine Blase da mit einfügen. Das heißt, es ist vielleicht nicht nur gut, generell die Konzepte
Nachrichten erstmal miteinander zu verknüpfen, sondern auch direkt, um sie zu erklären. Und deswegen würde ich dieses Tool jedem empfehlen, der eine flexible, kreative, visuelle Funktion sucht, wie man lernen kann. Möglichkeit, so wie man lernen kann, da würde ich das empfehlen, sehr doll. Ich habe auch einen Code für euch, und zwar ist das der Code LaraEmily30 und der ist bis zum 20. Februar nächsten Jahres gültig, also nur 3 Monate, deswegen schlagt jetzt zu, falls ihr diesen Code noch benutzen wollt. Die nächste Sache, die ich jedem Schüler, jeder Schülerin empfehlen würde, ist eine App, die euch euren Notendurchschnitt ausrechnen kann. Ich persönlich benutze die App, die einfach Notendurchschnitt heißt, sehr simpel, und zwar kann ich da meine ganzen Noten eintippen, also meine Punkte, und unten steht dann direkt, was ich für einen Durchschnitt habe. Das ist jetzt vor allem gut, da ich jetzt in der Oberstufe bin und nicht mehr diese Noten 1 bis 6 habe, sondern einfach diese Punkte habe, und ich persönlich kann das nicht ausrechnen, ich komme da nicht mit, wie man dann da wirklich seinen Durchschnitt irgendwie berechnen kann, also das kann ich nicht, und deswegen liebe ich diese App einfach, um auch schnell meinen Durchschnitt zu wissen, falls ich einfach neugierig bin, wie ich gerade in einem Fach stehe. Das ist wirklich richtig easy, es ist einfach nur, sagen wir es mal, ich habe 15 Punkte, 11 und einmal 6 oder so und dann nochmal 13 und dann unten einfach direkt, was es für ein Durchschnitt ist. Und das letzte Tool, was ich allen empfehlen würde, ist eine Time-Tracking-App. Und zwar muss man das Ganze auch nicht für immer machen, wie ich es zum Beispiel gerade mache, also man muss es auch nicht regelmäßig machen, aber man kann ja Time-Tracking mal für 1 oder 2 Wochen ausprobieren, um zu gucken, wie viel Zeit man für welche Dinge aufwendet. Time-Tracking bedeutet ganz einfach, seine Zeit zu tracken und zu gucken, wie lange man für eine bestimmte Sache braucht und wie viel Zeit man in einer Woche für eine bestimmte Sache dann auch ausgibt. Beispielsweise weiß ich jetzt, dass ich pro Woche für die Schule ungefähr so 45 Stunden immer mir nehme, und das ist halt immer sehr interessant zu sehen. Falls du dich jetzt noch mehr für das Thema Time-Tracking interessierst, kann ich dir sehr dieses Video hier empfehlen, wo ich nochmal alles ganz genau erklärt habe und ich auch gezeigt habe, welche App ich da benutze, welche Kategorien ich da habe, wie man das Ganze analysieren kann, auswerten kann. Und es freut mich sehr, falls du dann da mal vorbeiguckst. Ansonsten vergesst nicht, bei OrgPad nach vorbeizugucken. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Tschüss.